So, hallihallo, da sind wir wieder. Und diesmal mit Anja, ne? Mhm. Und wir waren gerade einkaufen und was mussten wir sehen? Und ich habe gesehen, Papa hat es erst nicht gefunden in den Marker. Und dann habe ich es gefunden. Echt? Dann hast du es gefunden und hast gleich gesagt, es gibt wieder neue Ü-Eier. Genau. Ja. Ab und heute, neu im Markt, ne? Ab Mitte August, neue Ü-Eier überall. Und zwar über diesen Thema. Ja, warte. Also, gibt zwei verschiedene. Gibt ja wie immer Jung und Mädchen. Ist das ja mittlerweile strikt getrennt. Komm, wir haben auch schon. Machen wir gleich. Pass mal auf. Also, für Jungeier gibt's PET 2, ne? Genau. Und für Mädchen, wie heißt das? Anchantimals? Sentimals. Okay, also da bin ich nicht so firm drin, da musst du mir helfen, ne? Ja. Und bei PET 2, da muss ich ja sagen, der ist ja schon vor anderthalb Monaten mittlerweile in den Kinos gestartet, ist ja mittlerweile fast schon raus, darum wundere ich mich, dass Ferrero jetzt erst die Dinger wieder rein oder rausholt. Weil das hier erst reingebracht haben und das hier, weil das hier ist ja auch schon sehr alt. Das ist ja auch schon alt, ja. Alles zwei alte Serien. Ne? Weil die hier aber haben wir ganz neu, August 2019 in den Ü-Eiern. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir mitgebracht? Zu Weihnachten. Die haben wir, was? Die hast du aus den Ü-Eiern? Nein. Nein, zu Weihnachten. Ach haben so. Wir die gekriegt. Ja, gut, das sind ja hier die Tiere von Enchantimals. Ja, ne? Das sind die kleinen. Oder Enchantimals. Es gibt auch noch den Fuchs und ganz andere. Okay, Tiere. Also. Hier haben wir nämlich die. Wir gucken erstmal. Pass mal auf. Also, von Pets. Da haben wir uns so einen Dreierpack geholt. Ja, das hatten sie nämlich. Die, aber von den Jungs gibt's das. Aber von den Mädchen gibt's leider keine diese Packung. Ja, doch. Die gibt's noch, die macht Papa auch noch auf, aber die hatten sie da noch nicht im Supermarkt. Ne? Es gibt nämlich neben dem Dreierpack, das sind diese hier. Gibt auch die. Ja, pass auf. Es gibt da auch diese Viererpacks, wo zwei Stück garantiert drin sind, ne, von beiden. Das mache ich alles auf, abonniert den Kanal, verpasst da nichts. Von daher ist das alles kein Thema. Kriegen wir alles hin. So, also wir haben jetzt hier, ne, ihr seht das hier immer, rosa für Mädels. Ne? Und hier hinter ist auch wieder alles für Kinder ab 3 Jahren. Ja, das sind ja immer diese Standardsachen. So, wo wollen wir mit starten? Wir machen ja heute alles auf, oder? Machen wir in einem Rutsch? Ja. Komm her. Wir fangen mal mit den Mädchen an. Mit den Mädels fängst du an, das habe ich mir fast gedacht. Gut, dann machen wir das mal so. Also du machst eins auf und dann gucken wir mal. Also mittlerweile ist die Qualität, die in den Eiern ist. Kühlschrank? War die im Kühlschrank? Nee, die habe ich jetzt direkt, die haben wir direkt im Supermarkt geholt. Machst du auf? Ich habe immer gesagt, das ist in meinen Händen. Ach, Quatsch. Ja, so. Ah, also, aber ich esse erstmal mal. Ja. Hm? So. Nein. Das ist immer so schwierig. Ich darf ja nicht mit vollem Mund essen. Ich darf auch kein schlechtes Beispiel hier sein für dich, ne? Oh, was haben wir denn? Da musst du mir auch zeigen. Mädchen, Herz. Das ist auch eine Fernsehserie. Die gibt es auch schon sehr lange, diese Fernsehserie. Ich glaube, das sind die alten Puffy-Girls. Oder, nee, Puffy-Girls? Wie hießen die? Hier sind alle Dinge. Ich baue es mal zusammen. Du baust zusammen? Wir gucken. Ich mal sehen. Also, Powerpuff-Girls. Also, Freunde von Ferrero, was ist da denn wieder los? Also, eine uralte Serie habt ihr da reingepackt? Da steht da noch irgendwo ein Datum, wann das rausgekommen ist. Also ich weiß noch, die gab es vor 2 Jahren bei Lego. Und da gab es dann auch eine Serie zu. Und dann hatte ich mich halt immer über den Namen ein bisschen lustig gemacht. Das mache ich natürlich jetzt nicht mehr, weil meine Kinder sind mittlerweile ein bisschen älter und dann verstehen sie schon, was sie meine. Ich weiß gar von nicht, daher, was ist das denn? Was soll es denn? Ja, also, ich gucke mal. Du guckst mal. Guck mal hier. Da sollst du einfach nur, ist relativ einfach, einfach nur hier dieses. Woher soll man denn überhaupt das Armband kriegen? Ha, das Armband? Ah, nee, mit einer Schnur, ne? Ja, so. Mit einer Schnur. Also, das war schon. Ja, das Mädchen sitzt auf der Mauer. Auf der rosa Mauer. Auf der Herzmauer. Auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze. Ja, also, das ist schon alles. Und dann kannst du praktisch als Bonus, kannst du hier noch ein paar Sticker draufkleben, oder? Ja, aber mehr ist das noch nicht. So. Also, was sagst du dazu? Das war doch schon mal nichts, oder? Nee. Dann machen wir mal das zweite Girl. Mach mal das zweite auf, genau. Wir gucken uns das mal an hier, was wir noch hier haben. Also mich wundert wirklich, dass sie hier noch so alte Sachen reinpacken. Das ist weil komisch. Das ist ja.
Als wenn sie so die Reste genommen haben. Aber mal gucken. Es kann ja nur besser werden. So. Du hast geklöttert. Das ist die neue Figur von... Aha. Von? Von... Na? Den Mädchenfiguren. Ja, ich dachte, du würdest den Namen jetzt sagen. Weil Papa nicht weiß, wie es heißt. Also, pass auf. Ist ja schön, dass wir die schon mal haben. Genau. Und zwar, du baust sie zusammen. Das ist und Birgit. Wir gucken uns an. Wer ist das, Birgit? Nein. Es wird ja nur immer besser. Ja, darum ja. Guck hier, von Mattel kommen die also. Diese Figur gehört. Die erinnert mich so ein bisschen an Monster High, ne? Ja. Ich meine, sehen zwar nicht so aus wie Monster, ein bisschen süßer. Diese Figur gehört zu denen hier. Hier, warte, dann guck mal. Die gehören zusammen. Ja, echt? Okay. Ja. Dann baue ich so, du baust es zusammen. Hier, guck mal hier, mit einem Rehkitz. Genau. Und hier, also wenn es wieder so schön aussieht wie hier auf dem Foto, dann will ich mal nichts sagen. Dann halte ich mich zurück. Dann ist das alles schön. Ne? Also dann hast du ja die richtige Figur rausgesucht, hast ja richtig rausgeschüttelt. Guck mal hier. Man muss immer schütteln. Und die klackern, die nimmt man auch am besten. Ja. Also, ich will mal noch nicht mal meckern. Haben sie ganz gut hingekriegt. Ne? Oh, man auch hier, guck mal hier, hat sogar einen Stoffrock an. Oh. Also, schlecht ist es nicht. Nee, sehr schlecht gut. Ist es, also, wenn ich mir überlege, was da sonst noch immer für ein Kram drin war, wenn ich noch an die Barbies denke von ein paar Jahren, wo ich arge Schläge gekriegt habe, wo ich gesagt habe, die sehen überhaupt nach nichts aus. Aber dieses hier... Also wenn ich mir hier überlege, na, so das sieht das Original aus. Guck hier, so sieht das Original aus und so haben sie es nachgemacht. Ja, okay. Na. Aber warum hat die ein Hirschgeweih? Ich kenne nur ein Arschgeweih. Kennst du ein Arschgeweih? Kitty. Ach, darf ich gar nicht sagen hier. Ich habe ja Kinder dabei. Natürlich darf ich gar nicht sagen. So, aber... Ich weiß eh, was es ist. Ja, dann ist doch alles gut. Na? Haben die Leute früher über den Arsch getragen? Ja, okay. Ja. Na, du kennst dich ja aus. Wollen wir weitermachen? Warte, ich baue es gerade zusammen. Ja, das redet, also ohne Anleitung. Ich der Rehkotz, der kann sich bewegen. Rehkotz, habe ich gerade gesagt. Der Rehkopf. Also, guck mal hier. Das Reh auch süß gemacht. Ne? Die zusammen. Hier. So. Ja. Also, können wir nicht meckern. Schöne Serie. Dann machen wir das nächste auf. Ja. Vielleicht haben wir da auch noch so eine. Zwar eine alte Serie, aber nur noch. Vielleicht haben wir da ja noch so eine Incentive-Figur drin. Vielleicht lief die Serie gerade aus, ne? Oder die Lizenz. Ja, dass man gesagt hat, weißt du was, da werfen wir die da nochmal gerade rein. Da packen wir jetzt mal bei den YouTubern ja. Was Tolles rein. So, was haben wir denn noch hier? Habe ich immer so früher ja, gemacht. Ja, okay, so. Also, das haben Hello wir jetzt. Das haben Kitty. Wir. Was hast du jetzt? Was? Hello Kitty hast du jetzt? Hello Pitty. Jetzt mach mich nicht schwach. Was ist das denn? Hello Kitty. Das ist, ach du Schande, jetzt haben sie auch noch Hello Kitty drin. Und also den Weihnachtsmodo. Mein Gott, die nehmen ja wirklich alles, jede Lizenz hier, die jagen hier alles durchs, und durchs Dorf. Und im Weihnachtsmodo. Ha? Also, hier noch ein bisschen Diorama dabei. Guck mal hier, über Hello Kitty habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht, wo Hello Kitty auf KISS war. Könnt ihr ja mal gucken, da in der kannst du auch jede Videobeschreibung gucken. War auch eine witzige Geschichte. Aber Mensch, Hello Kitty ist auch noch eine Geschichte. Auch schon so eine alte Geschichte. Mindestens 30 Jahre alt. Wurde in Japan erstellt. Ja. Japan hergestellt. Also haben wir denn nicht hier noch schönes... Ah, hier. Guck mal her. Damit wir hier mal sehen, was wir hier haben. So. So sieht's aus. Hello Kitty. Nicht ordentlich geklebt, also. Naja, das reicht nicht ja. Das reicht ja. So, also Hello Kitty ist auch drin. So. Also haben etliche und Lizenzen drin. Warte. Wenn wir mal sehen, wie viel Müll das hier macht. Ja, das kannst du natürlich auch zeigen. Ja. So. Dann packen wir jetzt mal an die Seite. Und jetzt? Was kommt jetzt? Jungs. Echt? Wolltest du die gleich in den Rutsch? Pass auf, die Jungs-Eier machen wir gleich im Anschluss, okay? Machen wir ein zweites draus. Mhm, gut. Also. Dann räumen wir das hier auf. So machen wir das. Ja. Räumen wir auf. Und dann geht's weiter mit Pets 2 und den Jungs-Eiern. Gelle? So machen wir das. So, den sonst wird das Video wieder zu lang. Sonst kriege ich wieder einen Mecker hier. Okay.